Ich kann jetzt nur warten, bis Quest erledigt ist oder bis so eine Questeinblendung kommt. Ja. Okay. Ja, also okay, dann rausgesprungen. Hey. Jetzt habe ich euch. Verdammt. Was sollte der Unsinn? Ich sage gar nichts. Okay. Ihr steckt also dahinter. Verdammt, was hast du denn jetzt hier zu suchen? Kannst du dir das nicht denken? Na schön, du hast alles herausbekommen. Das ist uns aber völlig egal. Hörst du? Völlig egal. Jetzt bleib mal friedlich. Ich möchte zuerst nur eins wissen. Was soll dieser Unsinn? Kannst du dir das nicht denken? Nein, überhaupt nicht. Warum solltest du auch? Du bist ja viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Kann schon sein. Wie heißt ihr beide eigentlich? Mit euch hatte ich bisher noch nie was zu tun gehabt. Ja, warum solltest du auch mit uns was zu tun haben? Unsere Namen haben bisher weder dich noch andere interessiert. Du bist hier die Hauptperson, um die sich alles dreht, während Leute wie wir völlig unwichtig sind. Aber das sollte sich ändern. Wir wollten auch mal im Mittelpunkt stehen. Ist zwar jetzt etwas anders gelaufen als geplant, aber besser so als gar nicht. Schließlich haben wir es verdient, wichtig genommen zu werden. Wir sind ja schließlich nicht Hinz und Kunz. Der hört sich an wie Snorre von Vicky, falls jemand die Serie Zeichentrickserie kennt. Ihr seid also wichtig. Dann sagt mir doch mal, wie er heißt. Ich bin ja Max und das ist der Moritz. Also Max und Moritz. Und warum? Habt ihr diese dummen Zettel geschrieben? Weil du ein Wichtigtuer bist, um den sich alles dreht, während wir zwei nur in die Röhre gucken. Wie meint ihr das? Es dreht sich alles um mich. Na, wer wurde denn vor kurzem ausgebildet? Und dann noch so schnell, während wir bereits mehrere Jahre darauf warten müssen. Wer wird hier ständig überhäuft mit Aufgaben, als wäre er ein von Enos gesandter Held? Du allein! Wir wollen endlich auch mal wichtig sein. Jetzt kommen mir aber die Tränen. Ja, mach dich nur lustig über uns. Immerhin konnten wir jetzt auch über dich lachen. Es ist eine schöne Quest. Also wirklich klasse. Ihr seid doch selbst schuld. Warum habt ihr Bruno nie gesagt, dass ihr ausgebildet werden wollt? Haben wir das nötig? Der Herr Burghauptmann kann uns ja gefälligst selber fragen. Natürlich, wenn du meinst. Ja, das meine ich. Das ist deine Sache. Jedenfalls hört ihr jetzt sofort damit auf, eure Kritzeleien zu verteilen. Und wenn wir das nicht tun, Ja, dann werde ich euch wohl überzeugen müssen. So, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht wäre ich ja bereit, euch Gold zu geben. Das müsste dann aber einiges sein. Mit ein paar hundert Goldstücken lassen wir uns nicht abspeisen. Also Gold habe ich keins mehr. Ich werde euer Verhalten Bruno melden. Ich gebe euch eins aufs Maul. Okay. Ich glaube, das ist sinniger, ne? Mal volles Pfund aufs Maul. Ich gebe euch lieber eins aufs Maul. Ha! Was? Du willst dich mit uns schlagen? Dann komm her und hol dir deine Prügel ab. Oh, weia. Die stecken ja gar nichts ein. Das wird nix. Leute, das wird nix.